Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Online-Farm. Jetzt werden wir uns erstmal hier unsere geladene Gerste wegfarmen. Futtermischer habe ich alles nie. Weil den Hof da oben habe ich noch nicht gekauft. Da fehlen nur noch die Moniten. Später hingefahren? Ja, kann ich sagen. War ich gerade erschrocken, was ich bis eben gesehen habe. Staubbeete dran habe. Mit meinen knapp 50.000 Litern. So, ist mal hier unten irgendwann zur Nudelfabrik kommen. Reste, die wir jetzt nicht verbrauchen, werde ich dann halt als ein Silo einlagern. Und dann brauche ich aber nochmal ein großes Feld, was hier ist, mit Weizen. Das ich vielleicht abpachte, abernte und dann wieder zurückgebe. Ich wende hier auch schon Verkehr aus. Das könnte ich dann eigentlich gleich mal wieder einschalten. Aber erst fahren wir mal hier zum Feld 70, was meiner einer gehört. Und dann werden wir die Gerste abkrüppeln. So, da sind wir doch schon. So gut wie da. Da bin ich eigentlich der kürzeste Weg, als wenn ich durchs Dorf dort oben zuckel, wo ich noch schön geblitzt werden könnte. Ist das ja wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber ich habe gerade das geladen, was ich überhaupt nicht brauche. Bin heute los mit mir, total trocken im Hals und habe ich vor der Aufnahme schon getrunken, aber irgendwie habe ich immer wieder ein Kratzen im Hals. Ich bin mit dem Bollern hier rum. Ersten Hammer rum. Hey, wir haben es geschafft. Rein ging ja einfach. So, jetzt hier rum. Das hat er schon mal gefunzt. Bilderbrille. Da muss man hier 3 Meter im Feld versacken. So, bum, bum. Hier ein Trigger jetzt. Oh, das ist wieder da. Das ist wieder der Heck mit, man soll hinten anfahren mit dem, von vorne mit Weizen und hinten mit Gerste, weil der Gerstenträger, die überlappen sich so, wenn ich da schon Weizenträger reinfahre, kann ich die Gerste nicht abkippen. Da war ja was. Und wir kommen hier den, die Kalten wieder drüben ist abgemacht. Das ist da, ja. Ja, können wir noch ein Stück, ja. So, gucken, wie viel reingeht davon.
18.000 haben wir noch. So, und jetzt speichern wir auf der Hinterachse. Das fährst du besonders goldig. So, ich mal ganz kurz hier rausspringen. Und Klappe öffnen. Was ist die? Das ist das jetzt hier. Ah, die. Mal probieren. Wo ist er? Ja. Das ist 70% Gerste. So, gucken wir mal, ob wir den Gespann schaffen, weil wir wohin bleiben. Jetzt sieht es gut aus. Und zack. Ich habe diese. Oh, ich habe schnell mal gucken. Platzierbare Objekte. Wo haben wir sie denn, die Silo-Displays? Wo seid ihr? Ja. Das ist am Schlepper oder kann ich allgemein? Ah, manche Schlepper sind kann nichts platziert werden. Stellen wir mal aus und machen den Spaß nochmal. War bestimmt der Fehler, den ich auf der Hof Bergmann hatte. Erscheint das hier eine Aktie erkennen, oder? Die Rückseite, ne? Jo. Wo Tech? Wie gehst du denn mit den Videos? Kann ja nicht platziert werden. Ne, geht alle. Gut. Dann wissen wir das. Oh, das geht scheinbar nicht. Wenn T-Silo in der Nähe ist. Irgendwie erkennt er das als Silo scheinbar nicht so richtig an. So, da werden wir jetzt wieder zum Feld hochschnipsen, wo der Drescher steht. Und dann werden wir das in den Weizen runterholen vom Feld. Und gucken, ob ich irgendwo noch ein großes Weizenfeld finde, das wir mit abernten können. Sehr kalten Kaffee. So, jetzt sind wir schlauer. Die Bäume sind teilweise nicht schön. Im Sichtfeld sind die nicht schön, dann machen wir so. Nichts gegen Bäume, aber so, wenn die im Sichtfeld hängen, ist nicht so pralle. So. Komm, jetzt kannst du viel Schwung machen. Wir sind vom Fels runter. Gib Gas. Geht, gib schon Gas, wie das hier ist noch. Und dann hat das Glück schon ins Fels reingestellt. Ja, das. Dann die Stücke weit entfernt und nach nicht so prickelnden Wetter aus. Autosave? Oder haben wir es jetzt aufgehangen? Ne, Autosave. So ein Schreck, den ich 10 Minuten drüber gestellt habe. Kriege alle 10 Minuten immer einen Schreck vom Feinsten. Ich habe durch die, wie hieß das, Game Extension, durch den Mod, hat man ja, das ist ja so ein Ding, wo man auch Autosave einstellen kann. Die Zeit und Intervall, weil jetzt, wo man mehr Spiel abgeschmiert ist, wo ich für mich gezockt habe. Und da habe ich jetzt ein Autosave von 10 Minuten eingestellt, damit es abschmiert nicht so heftig Verluste sind.
Und da habe ich gerade einen mörderischen Schreck bekommen. Dann geht es mir auch, aber hier ist die Einfahrt. Ja, es fällt 41, ich sehe schon. Na komm, sterbe nervt, du hast bis zwei kleine leere Hänger schon da. Ich gebe den Metallhängerkupplung, den werde ich mit zum Hof nehmen. Den Uli, der geht wieder runter. Und den Späti mit zum Hof. Fragen über Fragen. Da ist noch gar nicht reif. Was ist denn da drauf? Die Frage, was ist denn jetzt auf Feld? Na, schlag mich tot, wird vielleicht gesagt. Was ist jetzt auf diesem Feld drauf? Ich glaube, das müsste Raps sein. So. Steigen wir mal aus und gucken wir mal. Und du bist Weizen. Ach du Scheibenkleid, so genau das, was ich brauche. Was bist du hier? Das ist Raps. Hier ist auch nochmal Weizen. Ja, ist noch nicht fertig. Ja, das ist bei 57%. Krasch mal schön Raps, wa? Bleibt mir nichts anderes übrig. So, Krascher sind noch aufgeklappt. Gehen wir zum Schneidwerk. Klappen das auf. Zeig mir, so gewechselt. So, ob ich einen großen Klang, ob ich einen CP-Kurs habe. Das ist die 39. Dreschen, Feld 39. Zack. Jo, haben wir einen Kurs. Ist ja wie im Westen. So. Ganz kurz. Zack. Zack. Kursbier machen wir einstellen. So, dann machen wir Kursbier aus. Und hüpf und hüpf und hüpf und tick. So, und jetzt drin noch mal einmachen erstmal. Jetzt aus. So, jetzt kann man so genau und ein und man kann geht man jetzt wieder raus, Schwutz und zack. Yep, Screenshot. Gebaut. So, Markierung an und Quatsch, so. So, und du machst, du kümmerst dich schon, du. Wo schauen wir rein? So, wenn du schon bist, ist ein V. Hier muss erstmal die Raps an.
Hier rund beim Bergportal. Fliegen kann schon hier ankommen und gleich wieder direkt zack drauf. Und dann wieder weit. Ich habe dir aufgeschrieben, was welches Feld kriegt. Eingedenkt. Oh, schon das war abgetankt. Oder dabei die nächste Spur angehalten. Das will ich nicht schwimmen. So, da wo das Feld guckt, müssen wir es schaffen. Das Feld hier. Es geht ja ratzi. Dann kann man ja schön voll durchschwaben. Von der Geschwindigkeit her. Das ist das Schöne. Schön mit 20 den Spaß einsammeln. Weil bei Rundballpresse immer warten muss, bis die den Spaß ausgeworfen hat. Hier rein. Dann kann man den dann auch schon so gut wie weiterziehen. Das Nachbarfeld auf die 18. Bisschen Traps, er fährt noch, ja. Schon gerade umlenken. Das war knapp. Ich denke, dass das noch so knapp wird. Schon besser rum. Jetzt ist er wieder auf Kurs. Jetzt ist er wieder auf Kurs beim Dreschen. Wobei das sonniges hier, das ist ja bedrückend, das Wetter. Was hat denn Aufgabe erledigt? Ja, ist wieder soweit. Was ist Autosave? Da stimmt da was nicht. Muss ich gleich mal gucken. So schnell, so viel Wasserfeld sich redet los. So, oh, meine Boss. Okay. Abfahrt entlassen. Zack. Zack.
Und die Büschel hier wegmachen. Das ist ja das Schweinefeld hier gewesen, ich glaube. Ja. Gewundert zum Feld, 38 ist da oben. Gerade hoch, wenn ich hier oben einfahren würde. Kommt man raus? B, aus, G, X. Wobei, ich klicke bestimmt hier irgendwo Zahlen. So, sind wir mit dem Drescher auf Abwägen. Und das sind wir schon. Und das Feld ist noch nicht fertig. So, aber wir sind beim Ende angekommen dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach. Ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.